Playoffs, Baby, Viertelfinale, Spiel 4. Silas Melzen und die Ludwigsburger müssen gewinnen. Do or die gegen die Bayern, 1:2 der Spielstand. Carson Edwards und die Gäste haben das Halbfinale ganz genau im Visier. Was ein Blick. Rein geht's ins Spiel mit dem Blick auf Devin Booker, der stark beginnt, 7 seiner insgesamt 13 Punkte im ersten Viertel erzielt. Die Marschroute der Bayern, klar physische Inside-Präsenz suchen und ausnutzen. Dann Nils Giffey mit dem schönen Drive. Wie limit er den da noch rein? Schöne Hangtime vom Weltmeister. Die Münchner von Beginn an in Kontrolle dieser Partie. 8 Punkte der Rückstand. Der Schlusspunkt des ersten Viertels gehört den Riesen. Der Dank von Jonathan Beere. Die Bayern aber danach mit einem 5:0-Lauf erstmals zweistellig in Führung. Jacob Patrick mit guten Impulsen von der Bank bringt Energie rein hier mit dem Hustle-Play, dem Steal und den Punkten gegen Isaac Bonga. Mitte des zweiten Viertels, die beste Phase der Ludwigsburger, die mit viel Herz trotz der Belastung der letzten Tage spielen. Jomann Pollas-Bartolo, 12 von 13 Punkten hat er in der ersten Hälfte erzielt. Und das ist auch Eddie Edigan mit allem, was er hat. Genau wie seine Mannschaft. Mit viel Herz und viel Einsatz und schwacher Dreierquote, die Ludwigsburger in dieser Partie zur Halbzeitpause führt. Pablo Laso traut dem Braten aber zurecht noch nicht mit 6 Punkten. Denn die Riesen kämpfen und vor allen Dingen ein Mann läuft heiß im dritten Viertel. Eddie Edigan, 10 Punkte allein in diesem Durchgang. Er macht die Hustle-Plays, die End-Runs, die Blocks, alles da, was man geben kann als Center. 15 Punkte, 14 Rebounds, 3 Blocks. Ein Wahnsinnsspiel von Eddie Edigan. Und so kämpfen sich die Riesen ran auf 3 Punkte im letzten Viertel. Und das oft im Spiel, aber immer diese Antworten. Auch hier nach dem nächsten Block von Edigan. Eiskalt, Vlado Lucic für 3. Die Ludwigsburger fighten um alles, ums Überleben in der Saison. Sie fighten sich immer wieder ran, hier nach diesem Dank von Edigan, bis auf 2 Punkte. Aber sie schaffen es einfach nicht, die Führung zu erobern. Auch wenn das Momentum oftmals auf ihre Seite schifft. Und dann haben die Bayern ihre Lebensversicherung an Bord. Carson Edwards mit dem End-One-Dreier. Ganz wichtige Treffer von ihm in der Crunch-Time dieser Partie. Nicht nur ein Dreier, sondern auch der hier, paar Stepback in your face, 4 von 6 Dreier, wieder Topscorer mit 22 Punkten für die Bayern. Und so ist es das Saisonende für die Ludwigsburger, Josh King. I'm really proud of the team. They fought today, they gave everything they had. You just said it, it's our 7th game in 12 days. That obviously affects shooting in your legs, but these guys gave Bayern all they wanted and we got nothing to be ashamed of. Da schwingt Stolz mit. Zu Recht wird Josh King von den Ludwigsburger Fans gefeiert. Hat somit einen sehr versöhnlichen Abschied nach seiner Zeit bei den Riesen. Die Bayern, die treffen jetzt im Halbfinale auf Würzburg. Pablo Laso. Everybody thinks about Würzburg as a surprise. Probably because Livingston had, had an injury and he was out for the last games. And because he was MVP of the league. So that talks very good about the team. Losing an important player like Livingston and be able to play at the level that they showed in the playoffs and they showed during the year. A lot of credit to his coach and we have to be ready for another big battle from the first minute. Also Ludwigsburg verabschiedet sich mit einem großen Playoff-Fight. Sie haben den Bayern nochmal alles abverlangt. Die gewinnen aber letztlich verdient mit 76:69 und treffen jetzt im Halbfinale auf Würzburg. Die Ludwigsburger verabschieden sich mit einem tollen Spiel. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.